ist, wenn er aus der Dusche kommt. Aber ich bin mir sicher, da fällt dir wieder irgendeine Ausrede ein. Sag mal, Judith, willst du jetzt mit in den Baumarkt oder nicht? Hatte ich eigentlich vor. Warum? Wir fahren nach Königsbrunn, Konstantin beim Umzug helfen. Also wenn du willst, können wir dich unterwegs rausschmeißen. Kommst du hier alleine klar? Wieso? Was ist los? Ach, nichts. Alles okay. Zum Baumarkt könnte ich auch später noch. Nein, auf keinen Fall. Du gehst. Also, ich brauche echt keine Hilfe. Also, geh schon. Aber wenn, dann würdest du sagen? Ja, klar, auf jeden Fall. Viel Spaß, ja? Tschüss. Tschüss. Vorsicht! Ich weiß, ich wiederhole mich und ich hasse es, mich zu wiederholen. Aber was Sie hier tun, meine Herren, ist eindeutig Sache des Personals. Die Tür. Bitte. Na los, machen Sie schon. Unter Protest, meine Herren. Nur unter Protest. Herr Mann? Ja? Bitte sehr. Danke. Der ist für mich. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Oh, rote Rosen zum Frühstück, wie kitsch. Ich meine romantisch. Von wem sind die? Von Olli, von Olli? Von Olli? Von dir. Für dich. Machst du sowas öfter? Was ist denn los? Falsche Farbe? Heute vor einem Jahr habe ich Sarah geheiratet. Und ich habe mir vorgenommen, ihr zu jedem Hochzeitstag rote Rosen zu schenken. Was habe ich jetzt davon? Ich habe vergessen, den Scheiß-Dauerauftrag zu stornieren.